Ich soll mich nicht so komisch anstellen. Hä? Was? So, was haben wir denn noch? Die Nordiaischen. Astranische kommen dann auch schon wieder. Storz, Ehemanns und Rukovic habe ich auch drauf bekommen auf den Drohnen. Dummerweise. Ich hätte doch gerne meinen Gotik-Typen gehabt. Ich habe mal den Spielstand, so ist nicht, ne? Ja, die haben kein Bündnis mit den Österreichern mehr gehabt. Und dann kam nach Polen rein und hat Transsilvanien freigelassen, glaube ich. Oder war es Böhm? Ich weiß es nicht. Böhm war es, okay. Es wird sich dann gleich der Osmane wahrscheinlich wieder krallen. Nee, der hat keinen Anspruch. Er hat uns halt gewarnt, ne? Kann man nicht viel machen. Leider. Man könnte höchstens hier Karkunjo angreifen. Die haben halt auch ein bisschen viel Truppen. Auch nicht so toll. Ja. Ich hätte gern die Provinzen hier von Genua, aber gerade ein bisschen schwierig. Hier bräuchten wir mal eine Verbindung, dann würden die auch uns gegen andere helfen noch. Und da waren die 50 Admin-Punkte wieder weg von vor uns. Ja, Richtung Osten, genau. Gegen. Ja, der hat uns ja gewarnt, also. Will auf jeden Fall mitkommen. Und ich brauche die Moskauer, falls die anderen rüberkommen. Kommt auch noch dazu. Ja, ich weiß, aber bei mir leider schon irgendwie. So, jetzt habe ich die Kriegsräder gegen die beiden hier. Erstmal. Ah, da haben wir noch Waffenstillstand. Die Botschaft von Usbekistan, das ist aber nicht schön. Ja. Der hat ihn aus irgendeinem Grund noch nicht angegriffen. Warum auch immer. Ein bisschen was markieren hier. Kriegen wir das vielleicht noch irgendwann? Mal gucken. Den Anfang. Ja, ich weiß. Hatte ich auch vor, aber ich bin gerade so weit hinten mit meinen Admin-Punkten, dass das Ganze erobern.
Ist halt nicht so leicht. Da zieht sich noch ein bisschen. Fürchte ich. Hm, 105 Punkte hier noch. Dann können wir hier die letzte Dings-Provinz machen. Kernprovinz komplett. So, dann kommen wir hier rüber. Ah, das zieht sich wieder. Wann ist hier das zu Ende? 86. Ah, ist auch in ein Jahr zu Ende. Den könnte man dann angreifen. Ja. Dann ist sie auch mal weg. Ich dachte, das geht also ab 20 Schiffen. Nee, das Geld spare ich mir. Das machen wir noch nicht. Bank, Bank, Bank. Ah, wir können wieder... Ja? Nee. Nee, doch, können wir machen. Dann hole ich mir hier wieder die Kredite. Die sind ein bisschen billiger. Die haben gerade selber Beschäftigung, aber... Ja, die sind ein bisschen weit weg. Leider. Da ist gerade Burgund besetzt. Mhm. Da könnte bald das Ding kaputt gehen. Burgund. Hier so ein Spanier oder so, das wäre ein guter Ding, weil der hat einen Haufen Vasallenzeug. Aber der ist halt viel zu weit weg. Wir sind einfach nicht groß genug. Einen gescheiten Missionsbau machen wir auch nicht. Wann war das zu Ende? Was habe ich gesagt? Oktober. Da warten wir noch kurz zu lang. Kosakenaggression? Wer denn? Kunische Länder, ländliche Region. Ah. Oh, der war auch schon ganz schön viel Einfluss. Und ein Grunddisput des Dingsbums Grund. Okay. Wollte ich nicht gerade irgendwie Darlehen machen? Und die anderen abbezahlen. Ja, jetzt willst du, dass ich die hier, weiß schon. Dings wird aber. So, ah, sieht schon besser aus. Institution, jetzt habe ich es. Ich glaube, ich zahle lieber erstmal meine Kredite ab. Damit wir hier mal auf den grünen Zweig kommen. Könnte noch weiter meine Inflation senken. Das Problem ist nur, ich brauche die Admin-Punkte.
Was? Ja, gute Invasion wäre ganz nett gewesen, wenn ich das noch hinbekommen würde, aber sieht gerade nicht so gut aus hier, weil ich hier ganz schön in der Zwickmühle bin, ein bisschen. Muss mal gucken. Hat alles ein bisschen nervig hier. Ah, 30er. Jetzt hier auch ein 30er. Ist in Kiew mischt. Oh. Was ein Käfer war mein allererstes Let's Play, was ich auf YouTube habe. Da habe ich das eine Achievement gemacht gehabt. Das war auch ganz schön zu spielen, muss ich sagen. Wenn da einmal den Osman auf deiner Seite hast, dann ist das relativ einfach. Muss ich sagen. So. Kann Darlehen zurückzahlen hier, bevor du wieder. Du? Yeah. So, das Ding ist beendet. Hast du irgendwelche Bündnisse gemacht? Oh, das ist aber sehr praktisch. Das ist ja super. Wenn du jetzt mit denen Bündnis machst. Komme ich doch gleich mal hier rüber. Und sag mal hallo. Kommst mal her. Dann können wir den nämlich umgehen hier. Mit der U-Bahn. Die hast du mir jetzt über komplett durch. Wie groß sind wir eigentlich? Ja, ein bisschen fehlt noch. Dann können wir endlich Königreich machen. Haben wir auch mal einen Diplomaten mehr. So. Wie viel Truppen hast du? 8000 bloß. Nein. Auf sie! Wieder keinerlei Belagerung und Heinis dabei. Ganz toll. Ist jetzt gestorben? Okay. So, da komme ich mal zu dir rüber, wa? Sag mal hallo. Hallo. Ali, hallo. Keine Ahnung, ob ich irgendwann die Polen mal angreifen kann. Man weiß es nicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wenn ich das jetzt nehmen würde. Das sind dann die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich, ne? Kakunio tut das hier nicht so interessieren, weil die schiitisch sind.
Oh, okay. Interessant. Die sind ja, haben ja komplett die Festung umgangen. Kann ich eigentlich das Bündnis auflösen? Oder lieber mit denen Bündnis machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Hallöchen. Ist die Frage, wo die hier stehen, ne? Ob die überhaupt schon hier stehen. Nee? Okay. Oh, die haben gar keine Truppen mehr, okay. Interessant. Ah, hier ist wieder eine fette Festung drin, ne? Ah. Wie nervig. Dauert dann immer so ewig. Nationalisten. Krieg ich das so irgendwie weg? Ein bisschen teuer. Unmengen an Truppen hier. Ist natürlich ein bisschen ein Risiko jetzt, wieder so allein zu lassen. Städtisch School. So. Ah, wie ich es gewusst habe. Dass die da jetzt angreifen. Ich hab's gewusst, ey. Hätte ich nur aus Bündnis gebraucht. Oh, ist ja nervig. Ich dachte, der hätte gerade mit dem Krieg gehabt, aber irgendwie. Oh, doch nicht. Deswegen hat er den nicht korrekt, direkt angegriffen, den Mamelucken, weil die beide mit Marokko verbündet sind. So, so. Eigentlich muss ich ja ablehnen, ne? Das kann ich nicht machen, tut mir leid. Das knabbert zwar wieder an der diplomatischen Reputation. Anders geht's ja nicht. Wieder keiner mit Belagerungsskill. Ja, das darf ja nicht wahr sein.
Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, Litauen ist unter PU. Leider. Dauert alles so lange hier. Müsste eigentlich ein Missionar noch einstellen, das wäre ganz gut, aber kann ich mir nicht leisten. Zinsen, ey. Hätte ich die Zinsen nicht, dann wäre es super. Da ist ich eine Großmacht geworden. Naja, da haben sie eine Union gebildet. Oh, ist auch ein großes Böhm. Eher nicht so. Könnten wir auch mal tauschen. Okay, jetzt gegen Ungarn. Gerade von Bosnien besetzt. Okay. Das war sehr wenig erklärt. Vielleicht sollte ich doch kein Bündnis mit Hassan Kiew machen. Ist vielleicht keine gute Idee, nicht, dass da der gleich angegriffen wird, ja. Das wäre gut möglich. Kaufleute misstrauen uns. Wieso denn? Kann ich ja gar nicht verstehen. Nur weil ich ein bisschen Korruption habe. Da ich noch so viel Truppen aussehe, naja. Ich könnte natürlich ein bisschen Land verkaufen, aber eigentlich wollte ich jetzt gerne mal wieder auf den grünen Zweig kommen. Könnte ich gerade mal einen Kredit abbezahlen. Ist nicht so toll. Oh, diese scheiß Festung immer in den Bergen. Schon sehr nervig. Okay. Ich brauche mal einen Typen. Ja, das geht. Müsste ich aber Kasimir komplett nehmen. Dein Geld? Wieso hast du nicht?
Okay, reicht nicht ganz. Und dann wäre der weg. So. Die Ecke auch mal aufgeräumt. Und bleibt mal hier. Dieses weiße. Komm hier hoch. So, noch die Krim weg, dann haben wir die Arme weg. Ist 92 noch, okay. Karakunio mag ich nicht so besonders, ist okay. Oh, tschüss. Machen wir es nicht so besonders, ha? Der ist sowieso nicht. Oh, Moment. Das gerade mal abbrechen. Tue mal die Entwicklung benutzen. Das spart Punkte. So. Sehr schön. Zum Stilllegen. Krümische Nationalisten. Einmal hier. Einmal hier. Okay. Leider sehe ich ja nicht viel, ne? Das ist ein bisschen doof. Malerei hat sich auch ein bisschen breit gemacht. Gerade rechtzeitig vergessen. So, Union geformt. Okay. Das heißt, Österreich kämpft jetzt noch gegen Bosnien. Na gut.